hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Neue Energien für die Erwachten und Nicht-Erwachten. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 6. Juni 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die sich mit uns und unseren Energien und Botschaften in Einklang bringen können, denn wir wissen, wie wichtig es ist, dass das, was wir euch senden, in der physischen Welt verankert wird. Je mehr von euch sich uns und unserem Angebot öffnen, desto stärker ist die Wirkung der arcturianischen Perspektive und Energien. Wir wollen der ganzen Menschheit dienen, nicht nur denen, die uns mögen und uns zuhören oder unsere Botschaften lesen. Wir wollen der gesamten Galaxie und dem gesamten Universum helfen, unabhängig davon, ob die Wesen, denen wir helfen, von uns wissen oder uns mögen. Wenn wir also verschiedene Menschen auf der Erde sehen, von denen wir glauben, dass sie bereit sind, sich zu verändern und sich für mehr zu öffnen, kalibrieren wir die Energien, die wir aussenden, so, dass sie diese Menschen ansprechen. Dabei ist es uns egal, ob sie wissen, dass die Energien von uns kommen. Wir wollen nicht, dass die Menschen uns anbeten oder uns im Sinne einer Religion folgen, aber wir wollen, dass die Menschen Liebe empfangen, denn das ist es, was die Menschen wirklich brauchen. Wir wollen, dass die Menschen Unterstützung erhalten, denn das ist es, was ihr alle wirklich braucht. Wir wollen, dass eure Chakren in Einklang gebracht werden, damit ihr geerdet und entspannt seid und euch für das öffnen könnt, was euch am meisten hilft. Wir wollen, dass die Menschen zu der Wahrheit erwachen, wer sie als Quellenergiewesen wirklich sind, und deshalb versuchen wir, mehr Menschen zu erreichen. Das werden wir auch weiterhin tun, denn es ist ganz natürlich, dass ein Mensch aufwacht, und wir können dabei helfen, diesen Prozess zu erleichtern und die Menschen in eine bestimmte Richtung zu stoßen. Aber was auf der Erde passiert, ist unausweichlich. Es ist einfach an der Zeit, dass ihr alle zu neuen und anderen Erfahrungen weiterzieht. Die Erfahrungen, die euch auf der Erde schon so lange zur Verfügung stehen, sind abgenutzt, alt und ineffektiv geworden. Um die Menschen dazu zu bringen, zur Quelle zurückzukehren, müssen sie ermutigt werden, sich auf das Herz zu konzentrieren, denn dort habt ihr den besten Zugang zum Gefühl der Quelle in euch. Deshalb ermutigen wir auch diejenigen unter euch, die uns bereits empfangen, nicht mehr zu versuchen, alles zu verstehen. Ihr müsst nicht alles wissen, was in der Welt vor sich geht, um wach zu sein. Ihr habt euer eigenes Leben und die Menschen in eurem Leben, die ihr lieben, denen ihr vergeben und für die ihr Mitgefühl haben müsst. Und die Energien, die wir jetzt aussenden, sollen denjenigen, die diese Übertragungen empfangen, helfen, sich mehr auf ihr Herz zu konzentrieren. Und die Energien werden auch denen helfen, die noch nicht erwacht sind, die Energien zu spüren, die ihnen in ihrem eigenen Sein zur Verfügung stehen. Ihr seid unendliche und ewige Wesen. Und das bedeutet, dass ihr Unendlichkeit und Ewigkeit in euch habt. Es gibt noch so viel mehr in jedem Menschen zu entdecken. Und wir werden die Menschen immer wieder dazu ermutigen, die Reise nach innen zu machen. Denn um die Reise, die im physischen Bereich stattfindet, wird sich immer gekümmert. Aber ihr könnt sie von einem geerdeten, herzzentrierten Ort aus machen oder im Dunkeln herumstolpern und nach Schurken und Verschwörungen suchen. Diejenigen von euch, die uns regelmäßig empfangen, wissen, dass es uns um nichts dergleichen geht. Und ihr wisst auch, dass ihr, wenn ihr uns empfangt, die Verbesserungen in euch spürt und die Art und Weise, wie sich eure Energie verändert. Und das ist es, was wir allen Menschen in dieser Zeit auf vielfältige Weise anbieten,
denn wir spüren, wie wichtig es ist, besonders in dieser Zeit auf dem Planeten Erde. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.